So, da sind wir wieder. Und jetzt lesen wir erstmal die neue Notiz von Lord Peril. Die Bestien und dunklen Gestalten, die durch diese Hallen streifen, sind der Stoff von Albträumen. Aber ich bin ein Überlebender, wie mein Freund Thorum. Oh ja, von der hat auch seine Notizen gefunden. den ich nie getroffen habe, aber es kommt mir so vor, als würde ich ihn schon länger kennen und seine Erfahrungen teilen. Ich würde es normalerweise vorziehen, ein letztes Gefecht zu bestehen. Ein letztes Gefecht gegen jeden vorstellbaren Gegner zu bestehen. Aber mein vernünftigeres Ich verweigert sich und bleibt in seiner Ordnung. Ja, komisches Deutsche. Mein ganzes Leben lang hatte ich den Glauben, dass alles schaffbar ist, wenn man nur hartnäckig daran arbeitet und daran glaubt. Aber in meiner Suche nach einem Ausgang habe ich nur endlose Wege aus falsche Wege und Sackgassen gefunden. Wenn es einen geheimen Gang zum Weiterkommen gibt, habe ich ihn nicht gefunden. Nicht im geringsten. Ich habe gesucht. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich wohl zurückkehren muss und die tiefe Grube runterklettern muss. Lord Peril. Ja, in die sind wir runtergesprungen und gestorben. Oh, es fehlen noch gerade mal zwei Dokumente. Fackel austauschen. Gut. Die Wächterstatue sieht irgendwie komisch aus. Als ob sie gleich am Umfallen ist. Die hier sieht normal aus, die anders. Aber gut. Jetzt wollen wir erstmal wieder nach oben. Ja, wir müssen ja hier diesen Tempel hier. Oh ja, hier kann ich euch nochmal die Bilder zeigen. Also hier ist eine große Bestie, die alles zerstört. Und da ist so ein komischer Wächter, wie wir sie jetzt besiegt haben, der versucht, dieses Monster aufzuhalten. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal dasselbe. Und ich höre Fliegeviecher. Haben wir sonst noch? Hier haben wir wieder so einen Wächter. Hier ist nichts. Und hier ist... Was ist hier? Transmutation Chamber. Ah ja, ich glaube... Hier muss ich noch mal kurz zurück, weil hier brauche ich den roten Stein noch mal. Jedenfalls war das alte Rätsel so. Blaue Steine oder Stein. Gut, wieder hier durch. Und dann können wir hier noch rum, um das Fitzelchen aufzudecken. So, das ist die Transmutation Chamber. Aber normalerweise war es so, hier den roten Stein reinlegen, dann geht die Tür auf. Aber ich glaube, wir müssen den Hebel ziehen. Okay. Das ist schon mal nicht ganz richtig. Was passiert denn hier? Okay, hier passiert nichts. Wird das Ding hier vielleicht umgewandelt?
Also der Stein war schon mal richtig da zum Reinlegen. Oder geht das auch mit einem anderen? Das geht auch mit einem anderen. Geht das mit allem? Nein. Also es muss auf jeden Fall so ein Stein sein. Vielleicht der grüne. Nein. Okay, was passiert, wenn wir die jetzt transportieren? Und dann wird ein tödlicher blauer Stein aus ihm. Okay, das ist schon mal eine Wurfwaffe und saumäßig schwer. Ein Kilo wiegt er jetzt auf einmal. Bist du die richtige Farbe? Ja, du bist die richtige Farbe. Helm of Wailor. Plus 15 Protection und ist leichter als der Plattenhelm. Ist für die wirklich nur noch die Brust und die Handschuhe. So, den würde ich gerne wieder mitnehmen. Du hast Hunger, dann kannst du was essen. Hat noch jemand Hunger? Sie hätte genug Hunger für ein Pitwood Bread, aber haben wir leider keins mehr. Da kriegt sie eine Made am Stock. Die macht sie auch halber satt wieder. So. Hier kurz anklicken. Und dann haben wir wohl keine andere Wahl als in Richtung dieses lauten Fliegegeräusches zu gehen. Und da habe ich schon eine gesehen, so eine garstige Fliege. Okay, dahinter sind einige, so wie sich das anhört. Ah. Der Mönch dahinter, der ist nicht so toll. Komm. Ja, eingefroren bist du mir definitiv lieber. Ah. Ist da recht zu langsam. Hier ist noch meine Tür zum selben Raum. Nur hier geht's weiter. Da ist ein Plattenhelm, den wir jetzt gerade nicht brauchen. Und ja, in den Raum würde ich jetzt gerne reingucken. Obwohl, aber ich gucke erstmal hier weiter, ob hier abgeschlossen ist. Da hinten sehe ich schon mal einen Mönch. Da bringt das abgeschlossen nicht viel. Genau, die können nämlich Türen aufmachen. Da war ich wieder zu langsam. Aber schon mal sein Schild ist ausgefallen. So. Jetzt werde ich hier schnell die Tür wieder zumachen. Und dann doch mal gucken, was hier drin ist. Okay. Der ihr Problem ist, dass sie ziemlich schnell angreifen können. Und hier sind die Wailer-Handschuhe. Ach, sehr schön. 75 Protection schon. Ich habe nur, Venuja hat nur 40. So, und jetzt mal kurz hier runterlassen und schlafen. Und mal wieder ein Traum. Der zerbrochene Mechanismus kontrolliert das Portal.
Von dort können wir entkommen. Ich bin immer noch zu schwach, um mich zu bewegen, aber ich bin froh, dass du Fortschritt machst. Fortschritte machst. Ich muss meine Stärke sammeln, sodass wir zusammen verschwinden können. Sagt uns der komische Zahnradträumer. Geht es mal hier jetzt weiter. Da kommt schon wieder sein Viech. Gleich das nächste. Noch eins. Drei-Punkt-Technik ist ein Instant Death. Oh je. Eine Fackel kann mitkommen. Und da ist mal wieder der Schneckenkönig, oder? Ja, seine Krone haben wir ja, aber seine Stacheln hat er noch. Da ist ein Gitter. Das Schneckenkönig nennt uns Meister und er rät uns, wir sollen uns vorbereiten für das, was vor uns liegt. Giftbomben würde ich keine. Gut, wenn der Schneckenkönig uns Meister nennt. Da liegt die Wähler-Brustrüstung. Also gucken wir mal, was hier unten ist. Auf jeden Fall schon mal garstiges Zeug. Viel garstiges Zeug. Oh oh. Das ist weniger gut. Oh, diese 3-Punkte-Technik macht definitiv viel Schaden. So. Noch eine Fackel, die mitkommen kann. Und ich höre immer noch eine Krabbe. Du machst dir am besten jetzt erstmal neue Mana-Tränke. Solange die Krabbe jetzt hier nicht gleich um die Ecke kommt. So, fehlt einem jemand Heiltränke? Nö. Wow, diese 3-Punkte-Technik ist wirklich mächtig stark. Du bist Frostbomben. Frostbomben sind immer gut. Und hier ist ein Blick nach drüben. Gut. Hier ist der Weg hoch. Wieder. Aber den wollen wir noch nicht hochgehen. Erstmal das Heilkraut aufsammeln. Ich will erstmal kurz gucken, ob hier unten Knöpfchen sind. Aber soweit sehe ich noch keine. Nein. Nein, auch nicht. Nö. Hier ist auch keiner. Auch keiner.
Nö, dann wird das wirklich nur hier so ein Spießrutenlauf gewesen sein. Um an die Wailor-Rüstung zu kommen. Die wiegt 12, die wiegt 16. Die ist definitiv leichter und besser. Und jetzt ist er komplett ins Wailor-Set gehüllt. Okay. Ups. Wieso war da gerade ein Fliegeviech? So, bloß hier unten fangen an, das Fliegeviecher zu spawnen, wenn die Krabben weg sind. Hm, war das wirklich schon alles? Glaube ich doch irgendwie nicht. Nö, aber hier drüben ist nichts. Das war zu kurz geworfen. Jetzt brauche ich etwas, was... Ja, genau. Zwei weit fliegt. Und da drüben gibt es noch ein Eck zum Gucken. Das gucke ich mir noch schnell an, und zwar hier rum. Ah, hier scheint es weiter zu gehen. Und was gibt es dann in der Richtung noch? Noch zwei Frostbomben. Und sie ist jetzt wieder total überladen. Deswegen werfen wir die Fackeln raus und den Zauberstab. So. Den brauchen wir eh nicht mehr, den Zauberstab. Aber gut. Bevor ich jetzt hier weitergehe, speichere ich erstmal wieder. Bis gleich.